Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute gibt es mal wieder ein bisschen Tiefladen-Content. Später lade ich den hier, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich hoffe, 566. Den fahre ich dann wieder runter nach Roggenhausen und den von Roggenhausen laden. Den lade ich und fahre den nach Ingelheim in das Pharmaunternehmen. Aber jetzt muss ich zuerst wieder, dachte ich, kann den schon direkt laden, aber ich fahre jetzt erst wieder rüber, lade. 926 kompakt, der hier steht, und fahre dann den nach Kaiserslautern an die Pfaff. Zwei Löffel nehme ich mit. Oh, passt. Habe natürlich vergessen, meine Arbeitsschuhe anzuziehen. Die hole ich noch schnell. Ich habe immer noch die Schlappe. Die ersten zwei, drei Kurven klappen noch. Nach dem Kieferfahren die ganze Zeit, die ganze Woche. Morgen sollte ich ja in Wetzlar oben, Ober, Nieder, ach, ich weiß den Namen nicht, Solms, glaube ich, irgendwie so heißt das. Ich weiß nicht, muss ich jetzt ablesen, weiß ich nicht mehr genau. Und auf jeden Fall sollte ich da ja so eine Schmalspur-Dampflok laden. Das haben wir schon mal gemacht. Die bringen dann Gleise und dann fährst du, das wird dann angelegt und die Dampflok fährt dann völlig normal da hoch. Aber wenn ich richtig gesehen habe, habe ich noch keine Gleise quasi bekommen. Kann auch sein, dass die irgendwo oben liegen, aber gesehen hätte ich jetzt noch nichts. Wäre schade, ich habe mich da ein bisschen gefreut drauf. Bagger der Ruf oder nun? Da, hä? Oh, Bagger bleibt hier. So.
halt ab. Denn hier ist Einbahnstraße, hier ist Zufahrt verboten für euch Jungs. Ach, nee. Vorne ist die offizielle Einfahrt, die ist auch eigentlich offen. Gehe ich mal auf den Sack. Entschuldigung. So. Also, jetzt wieder nach Hause. Den L566 laden, den Radlader. Dann den nach Roggenhausen, den von Roggenhausen laden und nach Ingelheim bringen. Danach werde ich vermutlich in Dudenhofen den LH laden, wahrscheinlich. Der geht wieder hoch nach Sembach.
schon abgeladen, der ist schon vorne wieder am Arbeiten und den Anführungszeichen alten wieder geladen. Hängen jetzt gerade zusammen. Also definitiv ist das hier Arbeiten. Kieferfahren ist nicht Arbeiten. Bei allem Respekt dem Kollege gegenüber, aber so entspannt, wie ich die letzten zwei Tage nach Hause gekommen bin, hatte ich hier schon lange nicht mehr. So, dieses alte Modell, hier der neue 566 ist halt ein X-Power und der alte ist noch quasi, oder der, den ich jetzt geladen habe, ist das alte Modell. Der ist ein paar Zentimeter länger. Alter, ich finde das Loch nett. Ganz nervös. So, Alter. Drinnen im Werk werde ich wieder nicht filmen. Ich darf es halt einfach nicht. Ich fahre noch bis davor, dann suche ich meine 7 Zarin. Sorry. Ich fahre noch bis vorher auf der Parkplatz. Dann, wie gesagt, suche ich meine 7 Zarin. Und geh da mal rein, gucken. Irgendein Baufeld 8400, ich weiß noch nicht, wo es ist. Ich hab einen Standort geschickt bekommen. Ich habe mir das noch nicht angeguckt. Mache ich jetzt gleich, wenn ich da vorne stehe. Ja, melde ich mich wieder, wenn ich wieder draußen bin, falls ich überhaupt reinkomme. Durch die Gesichtskontrolle. Parkplatz sieht frei aus, sieht sehr gut aus.
gut, ach gut, ach gut. Entschuldigung. Ich schon manchmal kennen. Kennt ihr das bei dem warmen Wetter irgendwann um die Mittagszeit? Also ich werde da immer ein bisschen schläfrig. Ich bin, weiß nicht, voll die Muschi. Keine Ahnung. Ich könnte da so eine Viertelstunde Powernap machen. Na komm, war los. Ganz wichtig. Ich gucke jetzt erstmal, wo das ist. Wieder kein Netz hier oder was? Ich könnte. Entschuldigung, ich könnte nachher. Ja, komm ich doch gar nicht über die Brücke drüber. Ohne der große Platz. Das ist doch der große Lagerplatz da unten, oder? Ja, alles gut. So. Ist ja das, ja. Also, weil ich komme. Meld mich gleich wieder. Nee, meld mich wieder, wenn ich rausfahre. So. Hallo am Freitagmorgen. Umgesattelt, habe meinen Vierachse dran, sollte hier den 946 laden, aber der ist tot. Kurz warten, bis die Werkstatt kommt, die bringen Akku-Pack mit. Und dann wecken wir den wieder zum Leben und dann fahre ich den raus nach Worms ans Möbelhaus. Das Möbelhaus weggerissen wird, da fahre ich den hin. Dann fahre ich im Anschluss, komme ich wieder her, sattel wieder um, dann lade ich den Radbagger, fahre den raus nach Dudenhofen, nehme den LH mit. Der LH geht nach Saulheim und dann vermutlich in Mainz ohne den R914, der da steht. Ich habe den Finger auf der Linse, ne? Blödmann. Wahrscheinlich, schauen wir mal. Wenn es so ist, wird es wieder ein langer Tag. Mal gucken. Auch der geht vorbei. Es ist ja wieder Freitag. Ganz normal. Ich bin gespannt. Andersrum von hier quasi in die Baustelle reinkommt, weiß ich gar nicht.
als ich ihm dann nochmal gesagt hatte und dann hat er gesagt, ja, macht Sinn. Ja, keine Ahnung. Alles gut. Sind auch nur Menschen. So. Krummelwirbel. Ach, der sieht doch. Und doch scheint als ging es. Schild. Danke. Auch der sieht gut aus. Sieht mehr als gut aus. Mal die Rolllade hoch. Dass man mal erkennt, vielleicht wie weit das. Das liegt schon hart, ne? Noch nicht ganz. Das Tor ist zu, okay. Öffnen. Bauzaun bitte nach Einfahrt schließen. Okay. Anblick. Der keine Bremse gezogen, ne? Nee. Komm in and watch out. Hier links leider über der Hohe. So, jetzt könnte ich ein bisschen rauslenken nach rechts. So. Also nicht, kann ich über den Zaun, über den Schlauch fahren? Kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Kollegen fahren auch drüber. Ich gehe wieder raus, mach Tor zu. Steht hier wieder alles voll. Hier oben abladen soll. Aber da hätte ich ja nichts zum Filmen, ne? Aber ich glaube, ich werde das machen müssen. Ich glaube nicht, dass ich da ohne Platz habe zum Drehen. Sorry, aber wie gesagt, ich glaube, ich bleibe hier oben stehen. Mache ich die Kamera vorne dran an der Backe.
denke nicht, dass ich da ohne drehen kann noch. Ich weiß es nicht.
Jo, Viertel nach elf. Ich hab, ich weiß nicht genau, vor einer halben Stunde oder so habe ich mit dem Baggerfahrer telefoniert. Ah, es wird 12 Uhr, 13 Uhr. So und so um den Dreh. Jetzt war ich in Sempach oben laden und jetzt hat er angerufen, er ist fertig. Jetzt muss ich erst leer machen gehen. Fahre ich halt nur eine Runde auf den Golfplatz und dann wieder nach Hause. Ich dachte, es geht jetzt ein bisschen länger. Ich habe Ausrüstung dabei. Ah ja, egal. Ist halt so, wie es ist.
haben jetzt ein bisschen Arbeit. Wir werden, ich weiß nicht, ob ich alles filmen kann. Ich bleibe vorne dran stehen, dann lade mich erstmal den Pulverisierer ab. Dann werde ich abhängen. Dann müssen wir da eine Bagge rausschaffen, wir müssen einen Container rausschaffen irgendwie. Dann den Bagger rein, die Container wieder rein. Ach, genau weiß ich es nicht, aber es ist bescheiden. Ja, also es wird jetzt gute, ich schätze mal anderthalb, zwei Stunden dauern, bis wir hier fertig sind. Jo, dann ist es etwa halb vier. Dann werde ich auch heute wahrscheinlich nicht mehr nach Saulheim fahren. Stahlplatten habe ich auch noch dabei. Die haben wir auch müssen noch unter der Bagger schaffen. Ja, war nicht einfach. Laden war schon nicht einfach. Aber wie gesagt, das Gute ist, ich kann vor der Baustelle parken. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Ich weiß nicht, ob ich hier schon runterfahren könnte, weiß ich nicht, habe ich noch nie geguckt, ehrlich gesagt, auch noch nie gemacht. Ach, da kommen LKWs raus, ne? Also müsste ich da eigentlich auch hier reinfahren können. Na egal. Ich weiß es auch nicht, alles gut. Ich fahre hier rum, den Weg kenne ich, den Weg kann ich fahren. War auch nicht schön, aber ist fahrbar. Besser geht's gar nicht.
das ist die Baustelle. Obwohl, die können vielleicht doch gehen, dass wir ohne Bagger rausschaffen. Hier durchfahren. Könnte vielleicht doch gehen. War alles blöd, aber was willst du machen? Noch Kamera, scheint so. Gang haben wir drin. Mache läuft noch. Ich mache mal ein paar Muscheln ins Kabel rein. Also, wir haben einen ziemlich guten Weg gefunden. Einen ziemlich guten Weg gefunden haben wir. Danke. Kann ich bis relativ nah an die Bagger, was heißt relativ nah, aber wir müssen da mit dem Bagger nicht ohne irgendwelche Leitungen durchfahren, da ist keine einzige Leitung auf dem Weg. Drei Meter, wo es ein bisschen eng ist, wo ich jetzt durchfahre, aber alles im grünen Bereich, sage ich mal. Kann sogar drehen da hinten. Jetzt auf den ersten Blick. So, wenn ich hier hochkomme, fahre ich, glaube ich, Richtung Tankstelle, die dann neben der Autobahn ist. So. Ganz ruhig, ganz langsam. Saulheimer Abfüllbetrieb. Okay. Fahren ja auch einige LKWs, denke ich. Passt. Thank you.
die Baustelle selbst komme jetzt leider nicht. Ja, ich werde wieder vorne dran. Wie gesagt, lade ich ab. Den Traktor. Lebau. Sorry. Ich halte schon die Klappe. Jo. Sind wir quasi am anderen Ende von diesem Osterring. Osterring, Ostergasse, Quatsch. Ostergasse, so. Osterweg, ich weiß es nicht genau. Brücke hier weiß ich nicht. Stand kein Gewicht dran. So, fahren wir hier oben, biege ich links ab und dann bleiben wir stehen auf der Seite. Da stört mir niemand, dann kann ich später rückwärts zurückstoßen hier und kann hier der Weg wieder rausfahren. Sehen, aber das sollte auch gehen. So. Bleiben wir hier. Ich denke, wir bleiben hier nicht stehen. Ein bisschen weg vom Haus, was wir noch schwenken können. So, der Kollege kann von mir aus kann er doch rechts parken. Vorne wird die Gasse immer enger. Ja, da komme ich also nicht mehr weiter. Ich könnte ich sogar hier, ne? Hier rechts hoch, rückwärts runter. Schauen wir mal. Ein altes Stück zurück müssen wir noch. Ein Stück zurück müssen wir noch. Ist keine Einfahrt hier auf der Seite. So, bleib jetzt einfach stehen. So, wir fahren den Bagger gar nicht vor. Wir fahren also Bagger hier stehen. Ich hänge jetzt wieder an. Und dann stellen wir den Bagger hier vorne dran. Weil Baustelle wird noch gearbeitet morgen. Wenn die Baguette da noch drin steht und dann, ja, ist das halt wieder ein bisschen chaotisch. So. Also, kurz vor 5 ist doch noch relativ gut gegangen. Ich fahre jetzt wieder hier raus. Die Mauer da vorne könnte bisher knapp werden. Alles gut. Kann sogar schon übernehmen zu mir. Jetzt kann ich wieder mit dem Arsch rum. Jetzt kann ich mit dem Heck rum. Passt wunderbar. So, also. Also komm mal.
es musste ja so kommen. Sorry, heute war nicht so viel mit draußen filmen. Aber ich fand es doch recht ereignisreich. Ja. Sowas über Freitagsmittags, das ist anscheinend so normal. Normal. Jetzt ist gleich 5, ich werde noch nach Hause rollen. Noch ein paar Tropfen tanken, dass ich Montag noch tanken muss. Ich würde gerne mal waschen, aber ich habe keine Muse mehr. Morgen bin ich nicht da. Samstag. Normal hätte ich das dann morgen gemacht, aber ich kann morgen gar nicht. Morgen früh bin ich in Aschebäsch. Ja, ich habe immer was zu tun. Aschebäsch ist Aschaffenburg. Da bin ich morgen. Werde auch so ziemlich, ja nicht den ganzen Tag, aber kann es dann eigentlich nicht mehr viel mit dem Samstag machen, nicht mehr viel anfangen damit. Mach's für meinen Sohn. Alles gut. Dafür macht man es doch gerne, oder? Ja, dann sage ich, wo kommst du Saumüge her? Vielen Dank fürs Zusehen. So gehe ich mir jetzt nicht auf den Sack hier, oder? Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Like, ein Abo. Wohlwollenden Kommentar, man spricht doch einfach aus. Ich habe vorbeigeschlagen, das Depp. Ich habe die Zeit und dann werde ich alle Kommentare beantworten. Ich schwöre es, ich komme einfach nicht mehr rum. Ich freue mich über jeden Einzelnen, ich lese auch jeden Einzelnen, ich habe einfach. Ich krieg die Kurve nicht. Naja, also. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein und vielen Dank. Einfach so. Tschüss.